Ja, hallo hier beim Open House. Ich darf begrüßen den Mike Eick, den Michael Eick. Vor uns war Canon dran mit Kameras, mit Objektiven. Jetzt sind wir hier eigentlich beim Foto Universal. Ich sehe aber hier gar keine Fotoapparate oder Objektive in dem Sinne auf dem Tisch liegen, sondern was ganz anderes. Sollte man vielleicht dazu erwähnen, dass hier zwei Stockwerke über den Räumlichkeiten noch das Fernrohrland ist und da kommen wir jetzt mal ins Spiel. Mike, hier auf dem Tisch liegen Ferngläser und zwar ganzer Stapel voll. Ganzer Stapel. Dazu muss man vielleicht sagen, dass du vom Naturschutzbund kommst, genau. Früher der Bund für Vogelschutz. Genau. Und ich denke mal, wenn man da draußen ist in der Natur, wo sich um Tiere, Natur kümmert, ist das ein ganz gutes Hilfsmittel, ein ganz gutes Werkzeug, das man da dabei hat. Erzähl doch mal kurz, was du hier auf dem Tisch aufgebaut hast. Ja, also erstmal, es ist ein unverzichtbares Hilfsmittel. Also natürlich sagt man immer, der Vogelkunde, der geht mit dem Ohr voraus, aber trotzdem will er auch ab und zu was sehen und natürlich die Vogelwelt in ihrer ganzen Pracht auch erleben. Und dazu ist ein Fernglas natürlich wirklich unverzichtbar. Wir haben nachher noch ein Spezialgerät, das steht dann schon in der Ecke, Fernrohr, kommen wir aber nachher noch drauf zu. Das Fernrohrland hier hat ja wirklich die beste Auswahl an Fanggläsern hier so im ganzen Umkreis. Nicht nur irgendwo in der Schachtel, sondern auch wirklich zum in die Hand nehmen und zum Ausprobieren. Und das finde ich immer einen ganz entscheidenden Faktor, wenn man sich ein Fernglas kaufen möchte. Es fragen mich ganz viele Leute, oh, was soll ich mir für ein Fernglas zulegen, ich brauche es für dies und das. Und dann sage ich immer, komm mit mir mit zum Fernrohrland, weil da können wir es nämlich ausprobieren. Es geht nichts darüber, das mal in die Hand zu nehmen, mal ans Auge zu halten und einfach mal auszuprobieren, wie sich's anfühlt und wie sich's durchgucken lässt sozusagen. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe hier auch mein Fernglas vor 2 Jahren gekauft, mit dir im Schlepptau. Genau. Weil ich mich eben auch beraten lassen wollte von einem, der so ein Ding praktisch täglich um den Hals und in der Hand hat. Du hast gerade vorher erwähnt, dein treuer Begleiter hier, genau. Das Swarovski-Glas, ist mal schlank, wie lang, 20 Jahre jetzt? Ja, knapp. Also ich weiß nicht genau, wann es rausgekommen ist, aber ich habe es jetzt wirklich fast jeden Tag im Einsatz und es ist nicht mehr ganz wie neu. Ein bisschen hat es Gebrauchsspuren, Patina. Ich muss es einmal im Service einschicken, das kann ich voraussagen. Der Service von Swarovski ist sensationell gut. Also das kam quasi zurück wie neu. Mhm. Das ist das, was man bei einem Spitzenfernglas mitkauft. Also wenn man eins dieser Premium-Gläser holt von Zeiss, Leica oder von Swarovski, dann hat man in aller Regel immer einen hervorragenden Service, eine sehr lange, oft lebenslange oder 25 Jahre lange gültige Garantie. Und dieses EL-Glas ist natürlich ja, top of the pros. Ich habe erstmal noch ein paar andere Gläser von Zeiss heute dabei. Da gibt es ein paar ganz neue. Ich guck mal, hier sieht man eingeblendet die Zeiss Victory SF. Fernglasfamilie, da ist schon bekannter das länger eingeführte SF 10x42 oder 8x42, das gucken wir uns gleich noch an. Jetzt aber ganz neu gibt es die auch in etwas kleinerer Dimensionierung. Also jetzt hier im direkten Vergleich sieht man schon, das ist so boah, ein gutes Viertel kleiner. Gewicht habe ich jetzt gerade im Kopf, aber es ist schon deutlich kompakter und einfach auch leicht in der Hand zu halten. Und worin unterscheiden sich es dann? Die Größen, was ist da dann der ausschlaggebende Punkt? Genau, also grundsätzlich ist immer bei den Ferngläsern zwei Zahlen, die so entscheidend sind. Das eine ist immer die Vergrößerung, das heißt, wie groß wird mein Objekt vergrößert sozusagen dargestellt auf meiner Netzhaut. Klassisch ist eigentlich bei den Vogelkunden so eine 10-fache Vergrößerung, manche nehmen auch eine 8-fache Vergrößerung, weil sie dann ein bisschen mehr Sehfeld haben und vielleicht bei einem fliegenden Vogel den bisschen auch leichter im Bild behalten können. Ich selber bin auch ein Fan von der ein bisschen geringeren Vergrößerung. Mein EL hat 8,5-fach, was ich einen sehr, sehr guten Kompromiss finde. Mhm. Aber ich kenne sehr viele, die mit dem 10-fach-Glas rausgehen. Und die zweite Zahl ist die der Öffnungsdurchmesser sozusagen, der Objektivdurchmesser. Und der gibt eigentlich indirekt auch immer gleich eine Größe an, wie viel Lichteinfall in dem Fernglas ist. Also bei einem 42er-Glas habe ich hier 42 mm Objektivdurchmesser und bei einer 10-fachen Vergrößerung habe ich dann einen Wert, den ich teilen kann, 42 durch 10. Und dann habe ich diese Austrittspupille in einer Größe von 4,2 mm. Also so groß ist sozusagen mein Bild- und Lichtkreis, der auf meine Pupille fällt. Mhm. Bei einem 10x33 Glas ist es nachher nur noch 3,3 mm. Das heißt, das Bild ist nicht mehr ganz so hell, macht aber am helllichten Tag überhaupt nichts aus. Unsere Pupillen adaptieren ja sozusagen, oder ja,
ja, auf die Helligkeit verengen sich sozusagen bei heller Tageslichtbedingung und gehen auf, wenn es dunkel ist. Das heißt, am Tageslicht habe ich ungefähr so 20 mm oder sogar manchmal weniger Pupillenöffnung. Das heißt, mit dem 33er Glas habe ich immer noch genug sozusagen Puffer oder Licht zur Verfügung. In der Dämmerung kommen solche Gläser an ihre Grenze, das muss man auch sagen. Also wenn man dann öfters gerade zu Sonnenauf- und Untergangszeiten unterwegs wäre, dann wäre vielleicht dann doch die Wahl zu einem etwas lichtstärkeren Glas. Da wird man tatsächlich eher auf ein lichtstärkeres Glas gehen oder auf ein noch stärkeres Nachtglas. Mhm. Also für alle Jäger zum Beispiel ein klassisches Jagdglas ist so ein 8x56. Mhm. Das hat so die maximale Helligkeit, die man so rausholen kann. Eine gute Vergrößerung, ein Achtfach, aber mit einem riesengroßen Objektivdurchmesser. Das schleppt man aber auch nicht sozusagen Kilometer lang irgendwo rum, sondern der Jäger fährt halt im Prinzip mit seinem Auto nah an den Hochsitz und trägt es ein paar Meter hoch und hat es eigentlich dann da relativ stationär. Deswegen kann es auch groß und wuchtig sein. Wenn man aber mit dem Rucksack irgendwo in den Bergen unterwegs ist und da eigentlich auf jedes Gramm achten möchte, dann ist so ein kleines, kompaktes Glas natürlich der Joker. Das kriegt man irgendwo ins Täschle rein oder macht sich in so eine Hüfttasche dran und hat es dann eigentlich sehr schnell auch zur Hand und schleppt sich nicht zu Tode. Und ist wahrscheinlich auch noch angenehmer, wenn man es mal mit dem Hals tragen würde, dass man es schnell griffbereit hat. Genau. Also ich würde tatsächlich bei Wanderungen empfehlen, das in so ein Gürtelholster zu machen oder so ein, ich habe ja so ein Kreuzgurt sich anzulegen, den man so anlegt, dass quasi der Nacken entlastet wird, man schiebt das so mit den Armen rein und ich hoffe, das Mikro bleibt dran und dann bleibt es quasi auf dem Rücken, dieser Kreuzungspunkt von den Gurten und so trägt sich das total leicht, man spürt fast gar nicht, dass man ein Fernglas dabei hat. Und hat es dann aber gleich griffbereit, wenn man dann mal was erspäht, was hört. Genau, man hat es genauso mit dem Halsgurt eigentlich immer sozusagen vor der Brust. Und jetzt bei diesem Victory SF, bei diesem kleinen, muss man sagen, das ist von allen Parametern her ein richtig ausgewogenes, fast ausgewachsenes Glas. Das ist halt einfach eine Nummer kleiner. Aber für alle Wanderungen, Tageslichtbeobachtung ist es top. Es hat eine sehr, sehr gute optische Leistung. Also das steht sozusagen dem Großen in nichts nach. Mhm. Hat ein sehr, sehr großes Sehfeld. Also bei der achtfachen Vergrößerung sind es 155 Meter Sehfeld auf 1000 Meter. Das ist richtig viel. Und bei dem Zehnfachglas ist es ein bisschen weniger. Das sind es, glaube ich, 130 Meter. Das Gehäuse ist schlank, kompakt. Ich kann das relativ gut irgendwo in der Tasche verschwinden lassen. Und es hat halt alle diese Zeiss-Features, also diese Lototech-Beschichtung, damit da eben keine Wasser- und Schmutzflecken sich auf den Frontlinsen absondern. Und es hat dieses Zeiss-T-Coating, also mit so einer optimalen Beschichtung, dass ich eine hohe Transmission habe, aber auch eine optimale Schärfe und eine praktisch neutrale Farbwiedergabe. Ja. Wenn man da durchguckt, sieht man keinen Farbstich oder irgendwelche Farbsäume. Das ist bei den Gläsern in dieser Klasse einfach so auskorrigiert, dass die einfach tadellos sind. Du hast gerade eben Wasserspritzer angesprochen. Ich nehme aber an, dass solche Gläser natürlich dementsprechend, weil man sie ja draußen in der Natur verwendet, spritzwassergeschützt sind. Mehr als das, also wirklich dicht sind. Die sind dicht. Dass man da keine Sorge haben muss, oh, das Wetter ist schlecht, mache ich mir da die teure Optik gleich kaputt. Nee, das ist tatsächlich so. Also sie sind komplett dicht. Die sind also innen drin immer mit Edelgasen oder mit Stickstoff gefüllt. Das heißt, da kommt keine Luft rein und geht auch keine Luft raus. Und es kommt auch schon gar kein Wasser rein und raus. Man kann die Gläser auch unterm Wasserhahn vorsichtig abspülen, wenn da Schmutz drauf ist. Das mache ich manchmal mit meinem. Und dann vorsichtig abtrocknen und entsprechend mit Optikschutztüchern abwischen. Also die Gläser halten was aus. Sie sind auch so vom Gehäusefinish gummiarmiert. Also das heißt, da kann man auch mal irgendwo dran stoßen, dass nicht gleich irgendwo eine Macke drin ist und die Optik sich verschiebt. Die sind sehr robust. Also sowohl das kleine als auch das große. Ich zeige jetzt einfach nochmal das große, das SF 8x42 oder 10x42 ist eigentlich so das Ornithologenglas. Und ich muss wirklich sagen, das liegt von allen Gläsern, also mir persönlich am allerbesten in der Hand. Ja, man sieht es, also da ist schon recht große Hände, aber du kannst es gut greifen. Genau. Hast du noch den Zeigefinger am Einstellrad? Das ist sehr ergonomisch gebaut. Ja. Die Gläser haben, also das kleine hat so eine spezielle Fokussiereinrichtung, Smart Focus heißt die. Also dass man relativ schnell durch den ganzen Schärfebereich durch ist. Man hat auch eine sehr gute Naheinstellung mit knapp 2 Metern. Kann man auch kleine Objekte, also Libellen oder auch Pflanzen aus nächster Nähe beobachten. Bei dem großen Glas ist es ähnlich. Da heißt es jetzt halt, glaube auch Smart Focus oder Comfort Focus, hat also auch die Möglichkeit, dass man ganz schnell durch diesen Schärfebereich durchgeht. Und was ich besonders angenehm finde, ist, dass dieser Schwerpunkt
ganz nah am Auge liegt. Das ist bei beiden Gläsern so, dass es also nicht nach vorne wegkippt, sondern es ist so, wie wenn es sozusagen wie so ein Magnet sich eigentlich ans Auge andocken möchte, weil der Schwerpunkt ganz weit hinten liegt. Und dann liegt es also fast wie eine Feder in der Hand. Mhm. Man spürt kaum, dass man das Glas halten muss. Und das ist unerreicht. Also das hat Zeiss wirklich exzellent gelöst. Mhm. Ergo Balance heißt dieses Prinzip, dass man also den Schwerpunkt im Glas nach hinten verlagert. Absolute Sensation, muss ich sagen, sollte jeder mal in die Hand nehmen und durchgucken. Und das sind halt Sachen, die sieht man nicht im Prospekt oder im Internet, die sieht und spürt man nur, wenn man es in der Hand hat. Ja, und dann, ich bin ja tatsächlich ein großer Fan von Swarovski, aber ich muss sagen, also da hat Zeiss einen großen Wurf gelandet mit beiden Gläsern. Es gibt noch für die absoluten Dämmerungsfans diese Victory HT-Serie mit extrem hoher Lichttransmission. Also die sind bei über 95% Transmission. Wer da absoluter Dämmerungsfetischist ist, der also müsste vielleicht auf so ein HT-Glas gehen. Das überspringe ich jetzt aber an der Stelle. Und wir schauen jetzt mal, was Swarovski zu bieten hat. Weil Swarovski hat tatsächlich auch eine Neuigkeit am Start. Zuerst vielleicht mal das Bekannte, die EL-Serie. Das ist so jetzt seit einigen Jahren eigentlich so der Standard des Fernglases, würde ich sagen. Alle anderen Fernglas Marken haben jetzt diese Bauweise mit dieser doppelten Brücke übernommen. Beim Zeiss sieht man es ja auch. Also diese Bauform, dass ich zwischendrin quasi Durchgriffsmöglichkeiten habe für die Hand. Und der Fokussierung ist relativ nah am Okular. Und dann ist unten nochmal so eine zweite Brücke zur Stabilisierung. Das war ja bei den alten Feldstechern noch anders, wo man da in der Mitte dann die das Brücke war so hatte. Ein Klumpen oder ich denke an das alte Leica Trinovit. Das war auch so ein ganz globiges Glas. Das konnte ich gar nicht in die Hand nehmen. Das ist extrem elegant, das liegt super gut in der Hand. Dann hinten ist nochmal so eine Daumengriffmulde. Also da kann jeder lernen, wie Ergonomie funktioniert. Swarovski hat dieses Jahr nochmal eine Schippe draufgelegt, gucken wir uns gleich an. Die haben dieses EL-Glas, hier ist ja mein Original-EL, das hat sich kaum verändert, aber eben doch ein bisschen. Das ist so im Laufe der Zeit so peu à peu abgedatet. Also zum Beispiel hier diese Griffsituation, das ist Metall bei mir. Mhm. Wenn man das länger in der Hand hat, kriegt man einfach kalte Finger, vor allem im Winter. Das ist jetzt mit so einer Gummiarmierung belegt, ist deutlich angenehmer. Der Fokussiertrieb ist ein bisschen griffiger und läuft noch ein bisschen weicher, angenehmer. Da drin versteckt sich übrigens auch der Dioptrienausgleich. Wenn ich das hochziehe, kann ich den Dioptrienausgleich machen. Das ist eine super elegante Lösung. Die Augenmuscheln, die lassen sich jetzt mit so kleinen Einrastungen verstellen. Ich persönlich fand die stufenlose Verstellung ein bisschen besser. Mhm. Aber die gestufte hat ja den Vorteil, dass ich es nicht von alleine verschiebt, sondern es rastet halt ein. Und das Ganze. Was für einen Vorteil hat es, wenn man die Augenmuschel da. Also für Brillenträger ist eigentlich Pflicht, dass man die Augenmuscheln ganz runterfährt, damit man mit der Brille oder mit dem Brillenglas sozusagen ganz direkt ans Okular anstößt. Und für Leute, die keine Brillen tragen, würde man die Augenmuscheln rausdrehen. Aber je nachdem, wie tief die Augen in der Augenhöhle drin sitzen, beim einen mehr, beim anderen weniger, möchte man das gern anpassen. Ich habe sie, weil ich habe relativ tief liegende Augen, immer relativ weit reingedreht oder sogar ganz drin. Das muss dann eben jeder für sich selber herausfinden, was da ihm gefällt. Genau, da muss man einfach ein paar Mal durchgucken und schauen, gibt es Abschattungen an den Rändern, dann bin ich sozusagen, also muss ich mein Okular ein bisschen rausdrehen, wenn es zu sehr abschattet, muss ich wieder reindrehen, also so, dass ich eigentlich optimales abschattungsfreies Bild habe. Und das Schöne bei diesem Swarovski-Glas ist diese Halterung für den Gurt. Wir haben jetzt den Gurt nicht da, aber das ist versteckt an diesen Knöpfen, da wird eine schmale Kordel quasi eingehängt, die ist fest fixiert mit so einer Art Bajonettverschluss und dann wird da dieser Trageriemen dran gehängt. Das ist eine hervorragende Lösung, weil bei den ganzen anderen Ferngläsern, auch bei den Zeiss-Gläsern und bei meinem alten Swarovski, ist es einfach so eine Gurtlasche, wo man einfach den Gurt einfällt. Aber es passiert irgendwann mal tatsächlich, dass so ein Gurt sich auch löst und dann rutscht einem das Glas runter, wenn man es nicht bemerkt. Jetzt bei mir ist es nicht ganz so schlimm, weil es dann irgendwo an dem einen Gurt noch hängt. Aber wenn man jetzt nur einen Halsgurt hat, kann es sein, es fällt einfach runter und kann dann schon auch kaputt gehen. Oder zumindest eine ordentliche Macke kriegen. Das ist eigentlich ausgeschlossen bei diesem speziellen Gurtsystem von Swarovski. Und dann haben sie eben die Objektivdeckel integriert. Das heißt, da ist unten so ein kleiner Clip und die Objektivdeckel sind immer dabei. Ich mache sie zu, wenn ich das Glas nicht in Benutzung habe. Und ich kann sie aber auch nicht verlieren. Früher war das so ein Gummi und dann hat man die so draufgeklemmt und naja, man hat es halt irgendwann verloren und dann war es weg. Das war bei mir gleich die erste Aktion bei der ersten Vogelführung, dass mir diese Deckelchen irgendwo ist, im Hartwald rumliegen. Ja, das ist schade, weil ich meine, so ein Deckel
kostet auch Geld und liegt unnötigerweise dann als Plastik in der Natur rum. Und er schützt das Glas nicht mehr, wenn er weg ist. Und das finde ich die beste Lösung. Da können sich alle anderen wiederum eine Scheibe abschneiden. Und jetzt hat, also diese EL-Serie ist wirklich, würde ich sagen, vom kompletten, absolut durchdacht, praxisnahe Ausstattung. Okulardeckel übrigens oben ist auch nochmal so eine Spezialhalterung für diesen Gurt. Das ist von der Praxistauglichkeit her eigentlich nicht zu übertreffen. Von der Optik her ist klar, wir haben das als 42er Glas hier, das gibt es auch als kleines 32er Glas und es gibt es auch als großes 50er Glas, also auch wieder für Leute, die dann eher in der Dämmerung unterwegs sind. Jedem, der auf die Jagd geht, würde ich ein 50er Glas empfehlen oder auch jemand, der sagen wir, gerne Eulen oder andere Tiere in der Dämmerung beobachtet, das wäre ein 50er Glas sicher eine gute Wahl. Diese HD-Linsen sind extrem gut, also optisch glaube ich, schenken sich die zwei Gläser von Zeiss und Swarovski eigentlich nichts. Die spielen in der absoluten Champions League, das muss man so schlichtweg sagen. Und auch so von dieser ganzen Bauweise, ergonomisches Design und Dichtigkeit etc. Swarovski hat auch viererlei verschiedene Beschichtungen und Vergütungen drauf, von Swaro Top bis Swaro Breit und Swaro Dur und Swaro Clean. Also alles spezielle Linsenbehandlungen, sodass ich Schmutz schnell wegwischen kann, dass ich eine optimale Lichttransmission habe, dass ich eben Farbtreue ohne irgendwelche Farbsäume oder irgendwelche Geisterbilder habe und dass ich auch keine Reflexionen habe. Das ist extrem gut, auch im Gegenlicht. Da gibt es also keine Flares oder und so, das ist super. Ich denke, da wird der Unterschied eben sein zu günstigen Gläsern. Man kriegt ja auch Ferngläser für sehr, sehr wenig Geld. Ich meine, ist diese Vertreter hier. Die reißen schon, sagen wir mal, ein Loch in den Geldbeutel rein, aber auf der anderen Seite, man sieht, du hast gesagt, deins hast du seit 20 Jahren, 20 Jahre Freude damit. So ist es. Dann relativiert sich der Preis dann auch wieder in der Anschaffung. Genau, wenn ich jeden Tag 50er sozusagen ins Sparkästle geschmissen hätte, seit ich das Glas habe, dann wäre das schon längst abbezahlt und dreimal mehr. Also das muss man schon sagen, bei so einem Glas hat man lebenslang Freude oder man vererbt es irgendwann an seine Kinder oder Enkel. Also das ist wirklich eine Investition für einen ganz langen Zeitraum. Und vor allem, wenn man halt auch Freude beim Durchschauen und Benutzen hat, dann nimmt man es halt auch mit, weil das beste Fernglas nützt natürlich nichts. Genau. Wenn es daheim im Regal liegt. Ein guter Bekannter von mir, der hat vor einiger Zeit sich zu seinem 60. Geburtstag ein Fernglas gewünscht und die ganze Verwandtschaft hat zusammengelegt und er war dann auch mit mir oben im Fernrohrland, man müsste eigentlich sagen Fernrohrparadies, und hat sich alles angeguckt und hat sich am Schluss für einen Zeiss für das hier entschieden und hat gesagt, er ist so glücklich mit diesem Glas, es hat zwar eine Stange Geld gekostet, aber sagt, es gibt nichts Besseres und er genießt es jedes Mal durchzugucken. Und dann muss ich sagen, dann war es die richtige Investition. Auch wenn man es nicht professionell macht, als Vogelkundler oder als Gutachter oder so, damit zu arbeiten, so ist dann doch ein wertiges Produkt, bei dem man einfach Freude hat beim Durchschauen. Auf jeden Fall. Und jetzt zeige ich dir noch, komm, was sagen, ganz Neues Freude. Achso, ja, das mal. Es gibt ja dieses NL. Das ist ein Glas, das jetzt ganz neu auf dem Markt ist. Quasi, wenn man so will, die direkte Konkurrenz zum EL. Man sieht schon optisch, hat sich da so ein bisschen am Griff an der Bauweise. Es spiegelt ein bisschen hier zu dieser Corona-Schutz, aber man sieht schon ein bisschen, anders ist es. Genau, es ist tailliert hier im Bereich dieser des Okular- oder des Schärfe-Einstelltriebs. Es hat unten keine zweite Brücke mehr und es ist wirklich verrückt durch diese Taillierung. Es ist anders als wir jetzt hier mit diesen Daumenmulden. Liegt das Glas unglaublich gut in der Hand. Das ist so, es schmiegt sich so in die Hand rein, fast auch wie automatisch. Und auch hier ist jetzt diese Balance recht gut gelöst. Es ist nicht ganz so okularfreundlich ausbalanciert wie das Zeiss, aber es ist trotzdem sehr, sehr gut von der Balance her. Hat genauso wie das EL diese eingebauten Okulardeckel oder Objektivdeckel vielmehr. Der Schärfetrieb, der läuft noch ein bisschen eleganter, geschmeidiger. Es liegt genauso gut am Auge wie das EL, das muss ich sagen. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Es ist sozusagen dieser Swarovski-DNA treu geblieben. Aber es ist noch mal eine Spur leichter, kompakter und ich würde sagen, führiger. So sagt man in der Jägersprache, ein führiges Glas oder führige Büchse. Ein sehr führiges Fernglas. Also eine tolle Lösung. Das Einzige, was mir fehlt, was ich ein bisschen schade finde, sie haben hier kein Schraubgewinde eingebaut, um es zum Beispiel an den
Stativ dran zu machen. Aha. Es gibt so einen Stativadapter, also für mein EL, das muss man so innen drin reinklemmen. Das ist dann ja, wie so ein Spezialadapter, der dann einfach so eine Platte unten dran ist. Bei manchen Fanggläsern gibt es vorne einfach ein Gewinde, sodass ich so 90 Grad gewinkeltes Verbindungsstück dran machen kann. Dann kann ich das auch mal längere Zeit auf ein Stativ drauf machen. Ja. Und da sind wir jetzt eigentlich schon beim Thema Spektiv. Ich wollte gerade sagen, da neben dir steht ja auch noch so ein recht eindrucksvolles Gerät, ein Spektiv. Ja, also das hier, es ist tatsächlich... Erzähl mal da was drüber. Ja, ich hole das mal hier von seinem hohen Thron runter. Also wer längere Zeit beobachtet oder wer natürlich auf größere Distanzen Tiere beobachten möchte, Vögel vor allem, aber auch andere Tiere, der ist mit so einem, wie es vorausgezählt lassen wir das DGA, ist mit so einem Spektiv natürlich sozusagen... Ja. Richtig bedient. Oder eben auch, wenn du deine Führungen machst und dann eben ein ganzer Trupp von Amateuren versucht, mit dem Fernglas den Vogel zu finden. Du kannst natürlich dann einstellen und jeder darf mal durchschauen, hat natürlich nochmal eine ganz andere Vergrößerung. Genau, eine ganz andere Brillanz. Das ist genau der entscheidende Punkt. Ich habe bei dem Fernglas ja eine Vergrößerung so von circa 10-fach. Bei einem Spektiv fängt es eigentlich erst an bei 20-fach und geht hoch bis 60 oder 75-fach. Das heißt, ich habe eine ganz, ganz andere Darstellung von meinem Bild. Ich habe ein riesengroßes Bild und jeder Vogel ist plötzlich gigantisch groß im Bild. Und gerade für Leute, die sich schwer tun, den irgendwo auszumachen oder wenn der Vogel auch sehr weit weg ist, die schauen natürlich mit Begeisterung durch so ein Spektiv durch und sind immer ganz enttäuscht, weil ihr Fernglas das nicht kann. Da sage ich immer, ja, das ist auch nur ein Fernglas, aber das ist ein Fernrohr. Ein Spektiv oder ein Teleskop sind ja verschiedene Bezeichnungen für im Grunde dasselbe. Und Swarovski hat da in dieser Spektivfamilie im Prinzip für alle Eventualitäten was in petto. Es gibt also ganz kleine, das sieht man auf dieser Abbildung, das ist dieses 65er Spektiv. Es gibt ein mittelgroßes, das 80er und es gibt das 95er und es gibt jetzt ganz neu das 115er. Das ist ein Riesenkaliber. Ich komme gleich darauf dazu. Also das heißt, ich habe verschiedene Objektivköpfe, die kann ich quasi an diesem Bajonett auseinanderbauen, dann ist das sozusagen der vordere Teil von meinem Spektiv, der Spektiv oder Objektivkopf. Dann ähneln wir langsam doch unter der Fototechnik hier. Ganz genau, ist im Grunde wie ein Fotoobjektiv. Ja. Und man hat jetzt für den hinteren Teil eben nicht eine Kamera, sondern hat verschiedene Okulare. Mhm. Und es gibt ganz klassisch so Geradeinblickokulare, es gibt auch ein Schrägeinblickokular und es gibt eben dieses BTX-Okular, was eigentlich absolut sensationell ist. Dieses BTX-Okular ist im Grunde aufgebaut wie ein Fernglas und es ist auch zum Binokular sehen, deswegen BTX. Ich mache das dran und wenn ich es am Spektiv hätte, kann ich dann sozusagen hier stundenlang entspannt, auch noch durch Unterstützung dieser Stirnstütze, Vögel beobachten an dem Brutplatz oder wenn ich Sea-Watching mache irgendwo an der Küste oder in anderen Situationen, wo man einfach lange Zeit geduldig was beobachten möchte, Vögel zählt oder irgendwelche Details erkennen möchte, da ist sowas natürlich nicht zu toppen. Also ich kann damit im Prinzip ermüdungsfrei schauen, wenn ich das auf dem Spektiv drauf habe, kann ich mehr oder weniger freihändig durchgucken. Und dadurch, dass ich eben binokular sehe, ist es ein sehr viel natürlicher Bildeindruck, es ist plastischer das Bild und es ist ein viel ermüdungsfreieres Betrachten. Ich muss dann immer ein Auge zukneifen oder irgendwie zuhalten. Ich kann einfach ganz normal durchgucken. Und dieses natürliche Betrachten ist unglaublich angenehm. Und dann noch mit einer riesengroßen Vergrößerung, das lässt sich also nicht mit einem anderen Spektiv erreichen, so ein Effekt. Allerdings muss man eben dann auch dieses Gerät erstmal in Position bringen. Das ist richtig. Also wenn man dann, denke ich mal, einsatzbereich wäre vielleicht, wenn man zum Beispiel vielleicht mal im Bodensee Wasservögel schauen mag, die halt auch vielleicht nicht so schnell sich bewegen. Ganz genau. Weil natürlich sehr quirlige kleine Piepmatzen sind da wahrscheinlich dann schneller wieder verschwunden aus dem Blickfeld als mit dem Fernglas. Aber eben auf größere Distanz, draußen auf dem See zum Beispiel. Genau, also ein Vogel irgendwo im Wald damit zu kriegen, ist sehr schwierig. Mhm. Der ist mir auch schon gelungen. Aber es ist eher was für, sagen wir, die Weite, also Gewässer oder auch in der Ebene, also in der Steppe oder so, Vögel beobachten, dafür ist es top. Und dementsprechend ist es ein Gerät, das man für spezielle Anwendungszwecke verwendet. Das schleppt man nicht jeden Tag mit sich irgendwo rum. Dann nimmt man eher das Fernglas
Oft wird es auch kombiniert. Man hat ein Fernglas und eben das Spektiv. Das heißt, ein Fernglas verschafft man sich erstmal Orientierung. Wo sind interessante Ecken irgendwo im Gewässer? Aha, da hinten sind irgendwie ein paar merkwürdige Enten. Die gucke ich mir jetzt mal näher an und dann schalte ich um aufs Spektiv, ja, und schaue mir die dann in großer Vergrößerung. Und dann vielleicht auch noch die Art überhaupt bestimmen zu können, genau, dass sie dann vielleicht ähnlich sind und mit dem Fernglas dann noch nicht so zu unterscheiden wären. So, ich erkenne unglaublich viel mehr Details, ja, allein schon aufgrund der großen Vergrößerung. Und kann dann eben Arten bestimmen, die ich mit dem Fernglas nur vielleicht, ja, grob ansprechen könnte. Ganz kurz, das ist ja vorne auch ein sehr großer Durchmesser, das, genau, heißt also auch wahrscheinlich lichtstärker als ein Fernglas, oder ist das dann also das in dem kommt, Fall? Das kommt jetzt an die Lichtstärke von den Nachtgläsern ran, okay, Hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, das BTX nimmt ein bisschen mehr Licht weg sozusagen, weil sich das auf zwei Achsen dann nochmal aufteilt, aber das 115er ist jetzt das lichtstärkste Spektiv, das am Markt ist. Da hat Swarovski nochmal sozusagen eine Schippe draufgelegt. Bisher war das 95er, das ist schon ein riesengroßes Spektiv, eigentlich so das Ende der Fahnenstange. Und damit haben sie jetzt vier Objektivköpfe im Sortiment, drei verschiedene Okularmodule. Und man kann sich jetzt im Prinzip baukastenmäßig das optimale Spektiv zusammenbasteln. Will man ein kleines, kompaktes, das man mit auf Reisen nimmt, oder will man ein großes, lichtstarkes, mit dem kann man wirklich auch in der Dämmerung Sachen beobachten. Das wäre jetzt was für eine Uhu-Beobachtung oder ähnliche Touren. Da hätte man dann ein optimales Gerät, wo man in aller Ruhe stundenlang in der Dämmerung schauen kann, was machen die Uhus gerade. Michael, vielen Dank für die Einführung. Ich glaube, jeder hat doch wahrscheinlich jetzt Freude dran, auch wieder in die Natur rauszugehen, zu beobachten, zu schauen, was alles herumflattert, fliegt und singt. Vogelzug ist ja gerade schon halbwegs durch. Erstmal danke, wir sehen uns später nochmal. Die Kraniche kommen noch, also die sind noch voll in Bewegung. Wir sehen uns später nochmal, bis dahin. Genau, nachher schauen wir uns an noch ein bisschen Thema Vogelfotografie. Genau, Wildlife-Fotografie. Und dann sehen wir uns wieder hier. Bis dahin. Später.